Hallo zusammen, heute geht es um diesen Einspeiseinverter oder die ganze Reihe davon und hier steht Made in Swiss. Wir bauen die hier in der Schweiz. Klar, die Platine kommt aus Taiwan, das Gehäuse kommt aus China, das Kabel hier, ich denke, das kommt auch aus China. Das Kabel, weiß ich nicht, das ist Lab-Kabel, das kommt wahrscheinlich aus Deutschland. Und die Stopfbüchsen, vermutlich kommen die auch aus China. Aber wir bauen das hier in der Schweiz zusammen. Und da ist der Arbeitsanteil eigentlich der größte Teil. Aber der große Vorteil, wir können natürlich dann C machen mit dem Stecker und mit dem Stecker. Und die anderen 10 machen wir mit dem Schweizer Stecker und hier mit dem Industriestecker oder einem Zigarettenanzünder. Also das ist immer relativ flexibel, weil wir die Teile hier in der Schweiz selber zusammenbauen und das dementsprechend das Kabel montieren. Klar ist der Einspeiseinverter hier für 150 Schweizer Franken relativ teuer, aber unsere Leute kosten ein bisschen mehr als irgendwie ein Chinese und wir haben nicht die Stückzahlen, dass wir einem Chinesen sagen können, hey, ich möchte so ein Teil 1000 Stück. Wäre möglich, aber ich glaube nicht, dass wir das gerade absetzen. Auch wenn es relativ einfach ist, für wenn ihr so eine Powerstation habt oder sowas, zum diesen Strom ins Netz oder euch selber zu verkaufen, einfach als Stromzählerbremse. Ja, das ist zur Herstellung oder warum wir Swissmade haben und eben durch das natürlich flexibel sind in den Steckern. Wenn einer sagt, ich brauche hier irgendwie einen komischen Stecker oder hier auf der Seite noch einen italienischen Stecker, das ist der mit den 3 Reihen, haben wir wahrscheinlich nicht, aber es wäre eigentlich technisch kein Problem, den in der Steckerversion zu liefern, weil wir eben hier selber konvektionieren. Ja, ich mache euch hier unten ein Video über den Einspeiseinverter bei Powerstation, wenn ihr schon eine Powerstation habt, dass ihr diesen Strom, den ihr über Solar in die Powerstation lasst, euch dann selber verkaufen könnt, beziehungsweise den Stromverbrauch eures Hauses oder eurer Wohnung reduzieren könnt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.